Kapelle. Da ist auch noch eine. Die Einsiedelei. Das ist die Einsiedelei. Eine Grotte. Oben die Kapelle, die Einsiedelei. Thank you.
die St. Verena Schlucht ist ein schönes kleines Paradies. Ich habe schon sehr viel von dieser Schlucht gehört, aber bin jetzt wirklich zum ersten Mal da. Zum guten Glück hat es heute nicht viele Leute. So kann ich ganz gut filmen. Da sieht man schon das Schloss Waldeck. Die Erbauer Victor der Erste von Besenval stammen aus dem Austertal, Italien. Schöner Ausblick Richtung Solothurn, das da unten, mit diesem Kran. Schönen Garten. Leider noch geschlossen. Ich kann nicht mehr so lange warten, bis sie wieder aufmacht. Da vorne sind wir noch den Jura. Jetzt ist das Wetter wieder besser. Ganz da hier oben, da ist der Weißenstein. Da bin ich jetzt runtergekommen. Schöne Anlage. Thank you.
da vorne das Schloss. Wenn wir uns umdrehen. Hier ein Blick Richtung Solothurn. Und da vorne wahrscheinlich, ja, das ist Solothurn. Und dann nochmals das Schloss Waldeck. Da befinde ich mich jetzt im Vororten von Solothurn. Nicht mehr so weit. Die Schlucht habe ich auch verlassen. Solothurn werde ich nur durchwandern. Ich werde dann ein andermal noch nach Solothurn fahren und euch Solothurn noch zeigen. Oben hat sich noch ein Storch eingenistet. Da vor uns sieht man die Stadtmauer. Die Stadtgrenze reicht von früher. Wie gesagt, ich werde jetzt noch durchwandern. Ich werde die Stadt nicht so genau anschauen. Es kommt dann ein andermal. Da hier komme ich jetzt in die Altstadt rein. Da wird es ziemlich gebaut. Thank you.
Ja, ich habe mein Ziel schon bald erreicht. Schon bald beim Bahnhof. Hier hat man noch einen Güterzug über die Bahnbrücke fahren sehen. Und jetzt hier überquere ich noch die Aare und dann geht es Richtung Bahnhof. Ja, dort oben war ich. Und jetzt hier in Solothurn, der Aare. Dem Wetter hatte ich auch ein großes Glück gehabt. Da oben hat es noch immer Gewitter. Aber ich bin auf dem ganzen Weg trocken geblieben. Es war eine schöne Wanderung. Und da vorne werde ich sie jetzt dann beenden. Ja, da vorne ist der Bahnhof von Solothurn. Jetzt habe ich ihn erreicht. Die Wanderung ist somit beendet. Danke fürs Begleiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.